Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darf ich sagen, in meinem Heimatort, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, so sind wir heute Abend hier in Dankbarkeit für Ihr Interesse und nicht zuletzt für Ihren Mut, denn es inzwischen kostet, das Wort Frieden auch nur in den Mund zu nehmen. Wer das Wort Verhandlungslösung gebraucht, macht sich verdächtig, ein Putin-Versteher zu sein. Die offizielle Politik in Frage zu stellen, quer zu denken und wird mit Vokabeln beschimpft, die so bekannt sind, dass ich sie gar nicht zu wiederholen brauche. Letzten Sonntag vor 8 Tagen hält unser Kanzler auf dem Marienplatz in München eine Rede. Jugendliche mit den Bildern von Friedenstauben zeigen ihr Anliegen, statt weiter Rüstung, Kriegsverlängerung, Totenzahlen, Opferziffern zu produzieren, für den Frieden einzutreten. Da hat es Herr Scholz nötig, ich zitiere wörtlich, die Betreffenden derart anzureden, das sind vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen und für Putin Unterstützung bieten. Mit anderen Worten, Sie sind ein Verbrecher, wenn Sie noch für Frieden sind. Sie entstammen der Hölle, Sie sind zu verteufeln, wenn Sie das tun. Er aber, in Begriff der deutschen Politik und Außenpolitik, kommt sich scheinbar vor wie St. Michael, der den Teufel aus dem Himmel auf die Erde gestürzt hat, damit er nunmehr ihn von der Erde zurück in die Hölle vertreiben könnte. Diese Apokalyptisierung des Denkens, speziell im Politischen, hat ein ungeheures Format. Und wenn Herr Scholz am 27. Februar des vergangenen Jahres die Zeitenwende ausgerufen hat, unterstützt mal gleich mit 100 Milliarden Euro, um das Militär auf Vordermann zu bringen, kann ich nur sagen, die Zeitenwende hat begonnen vor 2000 Jahren, Herr Scholz. Die Bergpredigt ist das Umdenken, das wir brauchen, um die de facto Hölle der offiziellen Politik ein für alle Mal hinter uns zu lassen. Wie soll das möglich sein? In einer Kultur, die sich im Westen Europa als christlich noch bezeichnet, Sätze zu lesen in der Bergpredigt. Betet für euch, für die, die euch verfolgen. Liebt diejenigen, die euch hassen und tut ihnen Gutes. Wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Leiste dem Bösen keinen Widerstand. Wenn das die Bergpredigt ist, wie kann man ernsthaft glauben, dieselben Menschen, die man als Kinder dahin erzogen hat, so zu denken, zu fühlen und ihr Leben auszurichten? Man könnte ihnen beibringen, du musst deine Feinde töten, weil wir, der Staat, dich dafür trainieren, ausrüsten. Und je effizienter, desto besser. Es ist Herr Zelensky, der im Dezember des vergangenen Jahres in Washington mit Stolz vermeldete, dass bereits damals 90.000 Russen getötet worden seien. Will man das wirklich als Erfolg preisen? Hat nicht Leo Tolstoi recht, wenn er sagt, Krieg bedeutet, dass Völker übereinander herfallen und zu Tausenden einander morden, ohne sich persönlich je gekannt zu haben? Nur weil es befohlen wird. Und am Ende soll der effizientere Massenmörder als Sieger vom Felde gehen. Als man noch mit der Bergpredigt Theologie machen konnte, etwa 200 nach Christus, konnte in Nordafrika Zyprian sich so ausdrücken. Wenn ein Einzelner einen Mord begeht, dann ist das ein Verbrechen.
wenn Tausende zu Tausenden einander morden, ist es eine Heldentat, für die man gelobt, ausgezeichnet und dekoriert wird. Öffne die Dächer der Städte und du wirst die Ungeheuerlichkeit des Zustands sehen, in dem das Blut fließt durch alle Türen. Wir müssen aus dem Sumpf heraus. Herr Scholz, Sie müssen nicht verlorene Engel, die für den Frieden sind, in die Hölle zurückkatapultieren. Wir müssen raus aus der Hölle, die wir uns selber bereiten, in dem, was wir die normale menschliche Geschichte nennen, solange wir zurückschauen. Gibt ein Krieg dem Nächsten die Hand und begrüßt ihn auf der nächsthöheren Treppenstufe, um ihn noch grausamer und furchtbarer zu machen. Das Allereinfachste wäre zu sagen, wir sind Menschen, die das nicht mit sich machen lassen, weil sie es gar nicht vertragen. Wer sind wir denn wirklich? Dieser Tage erhielt ich den Brief einer Frau, die von ihrem Großvater erzählte. Er war in dem, was wir heute den sogenannten Ersten Weltkrieg nennen, an die Westfront kommandiert worden und hatte auf dem Weg in seine Stellungen in einem Sumpfgebiet eine Ente mit ihren Eiern gesehen. Sie war gerade dabei, neues Leben auszubrüten. Und er nahm das Tier, trug es vorsichtig mitsamt der Brut in seinen Tornister und nötigte seine Kameraden, sein eigenes Gepäck zu tragen. Die hielten ihn für ein wenig verschoben, aber sie zeigten Respekt vor seiner Hochachtung von allem, was lebt. Die Tiere wurden wirklich ausgebrütet. Und dann konnte er sie entlassen in ihr eigenes Leben, hoffend und betend, dass die Feuerwalze des Menschenmordens nicht auch über sie herniedergehe. Wenn Menschen so sind, kann man dann ohne sie geistig, seelisch, menschlich zu zerbrechen, dahin bringen, dass sie in den Zügen, mit denen sie nach Frankreich fahren oder nach Russland, aufgeschrieben steht, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Wie kann man mit dem Bajonett in der Hand den Menschen vor sich ermorden, indem man ihn in den Unterleib sticht? Das muss man tun. Je öfter man das tut, desto höher dekoriert kann man werden. Bis zum Eisernen Kreuz kann man gelangen. Man ist ein Held auf dem Schlachtfeld. Darf man, kann man darauf stolz sein? Weiß man nicht, dass es kaum etwas Beschämenderes gibt, als diese Mentalität, sich einreden und vorschreiben zu lassen? Nur so ist es dieser Tage. Wann immer Sie Zeitungen lesen, wann immer Sie Nachrichten schauen, wird Ihnen beigebracht. Die Ukraine muss siegen. Russland muss vernichtet werden, ruiniert werden. Man kann mit Russland nicht verhandeln, es sei denn, nach einem Siegfrieden der Ukraine, wenn alle Russen vertrieben sind von der Krim aus dem Donbass, dann vielleicht. Ich habe nicht vor, die Politik im Einzelnen, ihn in einer bestimmten Sichtweise der Nachrichten zu vermitteln. Ich möchte alles, was Sie lesen oder hören, an einer einfachen Evidenz Ihnen nahebringen, die tatsächlich in der Zeitenwende der Bergpredigt vollkommen enthalten ist. Wie sollten wir umgehen mit unseren sogenannten Feinden, außer wir suchten sie zu versöhnen? Das Problem ist so alt wie die Bibel, in der Jesus selber gelesen hat. Kapitel 4, erstes Buch Moses, genannt Genesis, die Geschichte von dem ersten Bruder Mord, die Erzählung von Kain und Abel. Sie verstehen, was passiert,
Jemand fühlt sich ungerecht behandelt. Denn er hat einen Bruder, der immer im Lichte steht und Schatten auf ihn, kein wirft. Beide flehen sie Gott an, indem sie Opfer bringen, Anerkennung und Segen von dem Gott des Himmels auf sich zu versammeln. Beide opfern das Beste, was sie können. Sie haben hervorgebracht, der eine Feldfrüchte, der andere aus der Schafhürde. Aber dann zeigt sich, dass der eine bevorzugt ist vor dem anderen. Die Theologen missverstehen meist diese Stelle und denken, wenn Kain später zum Mörder wird, muss er schon immer böse gewesen sein. Das Opfer eines solchen kann Gott gar nicht annehmen. Die Wahrheit ist, die normale Ungleichheit in unserem Leben kann Menschen im Exil erfüllt voller Angst gegeneinander aufbringen bis zum Mörderischen. Wer sich selber nicht geachtet fühlt, minderwertig vorkommt, überflüssig gab, auf jeden Fall nachweisberechtigt, ob er überhaupt existieren darf. Wer die Tatsache seines Daseins wieder gut machen muss, indem er die Schuld abträgt, überhaupt zu leben, indem er Opfer darbringt, der wird auf die feinen Nuancen, die zur Normalität gehören, äußerst sensibel reagieren. Das Leben ist nie gerecht. Der eine ist älter als der andere, größer, stärker, schöner, klüger, rascher bevorzugt, strebsamer, karrierebesessen. Irgendwelche Unterschiede machen sich geltend. Aber je mehr Angst sie in sich tragen, desto schlimmer würden diese Differenzen. Es ist nicht einfach Neid, was sie quälen wird, sondern simpel das Gefühl, dass sie keine Chance mehr haben. Und es verdichtet sich zu der Idee, wenn es den anderen, meinen Bruder, nicht gäbe, dann stünde ich an seiner Statt im Licht der Sonne. Wenn ich ihn also aus dem Weg räume, dann wäre doch alles gewonnen. Die Bibel erzählt es dramatisch. Gott selber redet Kain in die Seele. Er soll sich beherrschen. Das ist, was wir normalerweise sogar im Gerichtssaal aussprechen. Moral als Hilfsmittel. Da braut sich dunkel und heftig wie ein Gewitter etwas Böses zusammen. Und dann befehlen wir es weg. Beherrsche dich. Du hast einen freien Willen. Du weißt, was du tust. Nimm dich zusammen. Die Bibel erzählt, dass Gott selber daran scheitert. Mit Moral alleine bessert man nicht Menschen. Man muss sie verstehen in ihrer Angst, ihrer Not, ihrer Verzweiflung. Und wenn das nicht geschieht, geht es weiter wie im 4. Kapitel der Genesis. Da redet Kain mit Abel, seinem Bruder. Er will sich versöhnen, möchte mit ihm sprechen. Die Übersetzung von Martin Buber ist exakt. Es steht im Hebräischen und da, aber richtig übersetzt müsste es heißen aber. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Aber dann war's. Aufstand Kain gegen Abel, seinen Bruder, und mordete ihn. Dann wird Gott wieder reden mit dem Mörder seines Bruders. Wo ist Abel, wird Gott ihn fragen. Und die Antwort Kains wird lauten, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Des Schafhüters? Und dann wird Gott ein Wort sagen, das in unsere heutige Politik hineinspricht, als das menschlich am meisten Quälende, was man in einer alten Geschichte ersinnen könnte. Denn jetzt redet Gott zu Kain in diesen Worten. Die Erde schreit zu mir in den Himmel, weil sie ihren Mund öffnen musste, der das Blut deines Bruders zu trinken bekam. Wenn es so steht, begreifen Sie den Fortgang. Kain wird den Boden, den er beackert hat,
nie mehr unter seinen Füßen haben. Er wird ein Flüchtling und ein Heimatloser sein auf seiner eigenen Scholle. Er ist ein Heimatloser geworden. Und sollten wir es in die gegenwärtige Politik tragen? Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen mit allen Waffen, die wir ihr geben. Bis hin zu Taurus-Raketen, bis hin zu Leopard-2-Panzern, bis zu Panzerhaubitzen. Mit allem muss sie ausgestattet werden. Was wird die Folge sein? Die amerikanische Schätzung liegt jetzt bereits dabei, dass wir mit 500.000 Toten in der Ukraine, verteilt auf beiden Seiten, man weiß nicht wie, zu rechnen hätten. Also wann soll es denn enden? Bei 1 Million Tote, 5 Millionen Tote. Wie lange soll ein Krieg dauern, damit man einsieht, dass es nicht möglich ist, aus dem Morden von Menschen Frieden herauszupressen? Wie ist denn möglich zu denken, man behält seine Heimat, sein eigenes Zuhause, das eigene Grund und Boden unter seinen Füßen, wenn man, um es zu besitzen und zurückzuerobern, es düngen musste mit den Leibern von Menschen, die man getötet hat? Die Wahrheit ist, man wird niemanden und nirgendwo jemanden noch zu Hause sehen, der Menschen töten musste, um sein Haus zu verteidigen und zurückzuerobern. Die Menschlichkeit ist die einzige Art, diese Erde zur Heimat zu machen und als Heimat zu behalten. Nur so bewahren wir uns als Menschen. In diesen Gedanken ohne Zweifel ist Jesus groß geworden und hat er die Bergpredigt formuliert. Ah, sofort höre ich sagen, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Ich habe in Erinnerung des Kriegs, den ich hier in Berchtesgaden erlebt habe, mir vorgenommen zu zeigen, dass man mit der Bergpredigt Politik machen muss, oder es wird niemals Frieden geben. Das Erste ist das Allereinfachste. Menschen möchten einander nicht töten. Die Theorie, die mal aufkam, sogar von Sigmund Freud, es gäbe in uns so etwas wie ein Tötungstrieb, eine Todessehnsucht, ist in der Art falsch. Kein Biologe glaubt das. Die Wahrheit ist, wir Menschen schlafen 1/3 unseres ganzen Lebens und möchten unsere Ruhe haben. Wird die Ruhe gestört, können wir manchmal ärgerlich sein, jähzornig werden, allerhand Übles dem anderen antun. Aber Krieg ist etwas völlig anderes. Er basiert nicht auf momentanen Gefühlen, sondern auf Drill, Vorbereitung, Kommandos. Vor allem auf das, was ich am furchtbarsten nenne. Das Wegdressieren der Tötungshemmungen. Hunde haben sie. Menschen auch. Das war ein Problem. 1945 mussten die amerikanischen Militärpsychologen über ein folgendes Problem nachdenken. Man muss Soldaten dahin bringen, dass sie das Weiße im Auge des anderen sehen und nicht aus lauter Angst weglaufen, sondern draufhalten. Dann aber kann es sein, dass in der Schocksekunde, einen Menschen töten zu sollen, der vermeintliche Gegner, skrupellos wie er ist, ohne jedes Bedenken zum Töten übergeht und dann siegreich bleibt und macht den Zögerlichen zum Abgestorbenen und Unterlegenen. Also, wie bringt man den Soldaten bei, dass sie keinerlei Skrupel mehr im Töten ihrer Gegner haben, dass sie sofort draufhalten, dass das ihr Befehl ist? Sie sind verpflichtet für das Vaterland, sofort, ohne Zögern, draufzuhalten, mit allem, was sie im Patronengurt haben. Wegschießen, töten, morden, dekoriert mit irgendeinem eisernen Kreuz, in welcher Prägung immer. Und wie kann man das trainieren? Das alte Verfahren ist, man hat einen Pappkameraden und lernt darauf zielen. Man hat eine Strohpuppe und lernt, mit dem Bajonett hineinzustoßen. Das alles kann man virtuell heute haben und man gewöhnt den Gedanken auch nur, man hätte es mit wirklichen Menschen zu tun, nach und nach den Betreffenden ab. In Serie Menschen töten können sie nur, wenn sie serielle Menschen vor sich haben. Keine Person mehr,
keine humanen Geschöpfe mehr, keine Individuen mehr. Schon beim Aufmarsch wird das Militär darüber kalkulieren, wie viele Opfer können wir uns leisten, wenn wir zum Beispiel jetzt im Donbass durchbrechen, die Offensive durchbrechen. Wie viele Leute können wir verlieren, wenn vielleicht die Russen noch ein paar mehr verlieren? Und dann sind wir ja die Sieger. 10.000 gegen 12.000, lohnt sich das? Darf man so denken? Was passiert auf den Kasernenhöfen? Es gibt keinen Staat der Erde, der nicht ein Militär hätte. Es scheint ganz normal. Junge Leute mit 18 müssen lernen, auf Befehl, effizient mit dem Besten, was wir zur Verfügung haben aus den Waffenfabriken, Menschen umzubringen. Inzwischen auch Mädchen, gleichberechtigt wie sie sind. Bundeswehroffiziere kommen in die Schulen und bringen den 16-Jährigen bei, dass unsere Außenpolitik ab heute sich verändert. Und unsere Außenministerin, selber eine Frau, bringt es uns bei, wie es zu sein hat. Jeder Konflikt wird eskaliert statt gelöst. Drauf. Krieg. Kein Zögern. Macht. Zurückerobern. Das sind die Kategorien, in denen wir uns bewegen sollen. Hat dann nicht Mahatma Gandhi vollkommen recht? Es gibt keinen Weg zum Frieden, der so aussehen könnte. Der Frieden kann nur kommen aus dem Frieden. Und wer damit nicht anfängt, kann dabei nie ankommen. Das ist die wirkliche Zeitenwende der Bergpredigt. Damit ich nicht nur in den politischen Gegenwartsbezügen bleibe, erlaube ich mir, es am Beispiel des Neuen Testamentes in der Botschaft Jesu so deutlich zu machen, dass Sie die Parallelen und die Anwendungsformen in der Gegenwart wie von alleine finden werden. Das sind gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, Herr Scholz. In 3 Monaten etwa werden wir auf Weihnachten zugehen und wir hören den Text aus dem 2. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wie Jesus zur Welt kommt. Das ist keine historische Darstellung seiner Geburt, sondern die Beschreibung seines Wesens, seines Programms, der Wirkmächtigkeit von allem, was er möchte und zu sagen hat. Und dann kennen Sie, wann immer mit Kirche und Neuem Testament Sie noch in Verbindung gekommen sind, den Fahrtgang über den Fluren von Bethlehem, vor den Augen der Hirten, öffnet sich der Himmel. Und Engel singen, Herrlichkeit ist Gott in den Himmeln. Ich ergänze nur dann, wenn Frieden ist auf Erden bei Menschen, die Güte glauben können. Sind das die Teufel? Müssen wir die bekämpfen? Verwechseln wir nicht den Himmel mit der Hölle? Ist nicht eine Politik, die Friedensfreunde gefallene Teufel nennt, in sich offenbar ihrer eigenen Perversion? Dann müssten wir sagen, die Zeitenwende ist selber diese Umkehrung in allem. Sie wendet die Zeit rückwärts, in die blutigsten Formen der Steinzeit, schraubt die Geschichte zurück um Jahrtausende, spricht das Wort Krieg aus, wie wenn wir in einem Hochhaus wären und durch den Aufzugschacht hinabfallen, um 16 oder 20 Stockwerke ins Nichts mehr, in irgendeine beliebige Vorzeit. Nebenbei gesagt, alles, was die Älteren unter Ihnen in den 50er Jahren bereits hören konnten, wird wortgleich heute wieder in die Ohren und in die Seelen gepumpt. Der Russe kommt. Immer ist der Russe der Gefährliche. Der Russe ist nie gekommen. Wir, die Deutschen, allerdings 2-mal. Mein eigener Vater war dabei im August 14, freiwillig im Übrigen für die kaiserliche Armee. Er hat etwas gelernt, das ich gerne wiedergebe. Jeder Schuss ein Russ. Abends in den Schützengräben, 300 Meter in Entfernung, hörte man in den deutschen Unterständen drüben die Russen singen. Und es war ganz still. Es war, wie wenn
eine Melodie vom Himmel auf die Erde käme und die Menschen zu versöhnen vermöchte, wie eine orthodoxe Liturgie. Man hörte, wie sie singen. Mein Vater war kein Poet, aber er konnte sagen, die russische Seele ist eine Nachtigall. Kann man Friedenstauben töten, Engel verteufeln, Menschen, die singen, wie Ungeziefer ausrotten wollen? Was Sie gerade lernen, ist etwas sehr Wichtiges. Solange wir in den Staaten noch Soldaten uns halten, kriegsbereit, abwehrbereit, ausgerüstet, trainiert, spalten wir uns selber. Das, was wir glauben möchten, stimmt nicht. Es gäbe einen Bürger in Uniform. Was es gibt, ist die Schizophrenie, dass wir als Bürger all das von Weitem weder denken noch wünschen noch tun könnten oder dürften, was wir als Soldaten beigebracht bekommen, auf Befehl. Zwiespältiger kann es nicht sein. Das Militär ist eine Parallelgesellschaft zu dem, was den Namen Gesellschaft überhaupt verdient. Albert Einstein konnte das sagen, wenn wir das Militär nicht abschaffen, wird es niemals einen Fortschritt der Kultur geben. Sondern wir sprechen das Wort Krieg und schon sind wir wieder die Etagen unter uns. Jetzt gerade in den 50ern. Alle Klamotten aus der Zeit des Kalten Krieges, wie er anfing, mit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik West 1955, in vollem Gleichschritt wieder auf den Spruchbändern, in den Köpfen, in den Redensarten und leider sogar weitgehend in der Bereitschaft der Medien, das alles auf die Walze zu legen und der Bereitschaft der Bevölkerung, sich danach zu halten. Als wäre dieses Problem gar nicht. Menschen töten, das ist Krieg. Menschen zu töten, lernen, bedeutet Soldat sein. Und wie der Name sagt, für das Töten von Menschen den Sold einzukassieren, ist inzwischen ein Beruf, nachdem die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wurde. Helmut Schmidt konnte das noch sagen. Soldat sein ist kein Beruf und der knurrte dahinter, sondern eine gottverdammte Pflicht. Nur beim Gott verdammt stimmt's nicht. Und bei der Pflicht auch nicht. Es gibt eine Szene im deutschen Fernsehen, wo er, Helmut Schmidt, ich wage zu sagen, einer der letzten uns Regierenden, die über das, was sie taten, noch nachdenken konnten und Rechenschaft darüber gaben, argumentativ, sich im Gespräch fand mit Jacques Chirac. Die beiden sprachen buchstäblich über alles im Himmel und auf Erden, unter anderem auch über Religion. Und Jacques Chirac, ein Franzose, wie selbstverständlich, erklärte sich für katholisch und gläubig. Das war ehrlich von ihm, ohne dass er ein großes persönliches Bekenntnis dabei ablegen musste. Helmut Schmidt glaubte auch, zur Ehrlichkeit verpflichtet zu sein und erklärte, er sei Atheist. Der Franzose war erstaunt. Wie? Kann ich dir erklären, fuhr Schmidt fort. Im Osten, 43, der Militärfahrer kommt und erklärt, dass auch dieser Krieg in Gottes Händen liegt. Ein Abend lang hat mich das getröstet. Am anderen Morgen wusste ich, er hat Unrecht. Wie gerne würde ich mit Helmut Schmidt im Fegefeuer diskutieren über diesen Punkt. Was ist passiert? Ganz deutlich hat Helmut Schmidt gesehen, dass es keinen Gott im Himmel geben kann, jedenfalls keinen, der durch Christentum vermittelt würde, der diesen Krieg oder irgendeinen Krieg in seinen Händen hielte. Das ist unmöglich. Und dann kam Helmut Schmidt zu der verzweifelten Überzeugung, dass der Krieg eine Realität ist, er wird hier befohlen. Wenn man ihm widersprechen würde, könnte man dafür standrechtlich erschossen werden. Steht so in meinem Kampf.
Soldaten können sterben, Deserteure müssen sterben. Man darf nicht aus der Wehrmacht sich entfernen. Man darf nicht widersprechen. Man hat einen heiligen Eid abgelegt unter Beistand des Militärpfarrers auf Gott. Ab 35 lautete der Eid, unbedingten Gehorsam zu leisten dem deutschen Führer Adolf Hitler. Keine Kirche hat damals gesagt, das ist eine Gotteslästerung. Unbedingten Gehorsam verdient einzig Gott. 5. Kapitel der Apostelgeschichte. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Hitler mag sein, was er will. Er ist kein Gott, er verdient keinen unbedingten und absoluten Gehorsam. Im Gegenteil. Helmut Schmidt, an dieser Stelle hättest du im Namen Gottes den Militärpfarrer und den Offizieren allen widersprechen müssen. Gott will keinen Krieg. Das ist die Wahrheit. Und er verflügt, wenn er aus Gott einen Kriegsgötzen macht. Das haben wir allzu lange, um genau zu sein, seit dem Jahre 312, als Konstantin an der Milvischen Brücke seinen Thronkonkurrenten Maxentius in einer Schlacht besiegte und dabei auf den Schilden seiner Soldaten das Chiro, das Christuszeichen, malen ließ. Seitdem hat man die ganze Botschaft Jesu in der Kirche umgelogen. Als wäre Christus der Bote des Friedens, der Retter unserer Ängste und Hassgefühle. Dahin zu bringen, ein Schlachtengott zu sein und ein Kriegsgott, wie der Ares der Griechen, der Wotan der Germanen, der Marduk der Babylonier, was sie wollen. Gott ist mächtig als Sieger auf dem Schlachtfeld. Das kann er nicht sein. Denn wenn er die Menschlichkeit verliert, verliert er zugleich seine Göttlichkeit. Herrlichkeit ist Gott im Himmel nur, ein Frieden auf Erden unter den Menschen. Wenn dies das Programm Jesu, kaum dass er zur Welt kommt, ist und vom Himmel herabgesungen wird, müssen wir es nur konkret zeichnen, was es damals bedeutet und heute verpflichtend macht. Über 70 Jahre vor der Geburt Jesu hatten die Römer ihre Hände ausgestreckt zu ihrem Kolonialgebiet Asia und verlängerten es nach Süden zu dem, was wir heute Palästina nennen. Pompeius im Machtkampf mit Caesar war der Herr im Nahen und Vorderen Orient. Seitdem, seit 69 vor Christus, gehört das heutige Israel in den Machtbereich der Römer. Und das wird ein Problem, das schlimmer ist als für alle Ukrainer neuerdings mit den Russen. Nach jüdischem Glauben hat Gott das Land Israel Abraham und seiner Nachkommenschaft versprochen und sie, die Juden, bewohnen die Erde, die Gott ihnen bestimmt hat. Und nun kommen die Heiden, die Unreinen, die Ungläubigen. Das Problem existiert bis heute. Wer als orthodoxer Jude einem solchen auch nur die Hand gibt, macht sich unrein mit ihm. Die Füße von römischen Heiden, die den heiligen Boden Israels betreten, machen ihn unrein. Wer von Rom kommt, nach Judäa sich zurückbewegt, muss zuerst sich kultisch reinigen, damit er den heiligen Boden nicht beschmutzt mit den Römern. Was also kann man tun, wenn man Gott dient? Man muss die heilige Erde, das Gottesversprechen, verteidigen gegen die Raubritter aus Rom, gegen die machtpolitischen Kohorten, gegen die Massenmörder auf Befehl in der Großmacht der imperialen Verwaltung des gigantischen Apparats Rom. Mao Zedong war damals noch nicht bekannt, aber die Art, wie man Guerillakriege führt, hat er begriffen und sie wurde vorweggeahnt in den Jahrzehnten, in denen Jesus auf der Welt war. In den Bergen Galiläas kann man die Römer stellen. Man darf den Fehler nicht begehen, in einer offenen Feldschlacht den Legionen entgegenzutreten.
Sie haben alles zum Töten, können alles, sind perfekt aufgebaut, wissen, wie man es machen muss. Man hat keine Chance. Aber wenn man es macht wie Mao Zedong, man kann einen Riesen besiegen, indem man jeden Zehen im Einzelnen abhackt. Dann hat man eine Chance. Man kennt die Gebirge, die Unterschlupfstellen, hat den Geländevorteil und kann vor allem die Nachhut überfallen und rasch sich zurückziehen. Man kann den Römern das Leben schwer machen. Das sieht Jesus vor sich. Und was ist nun seine Antwort? Die Bergpredigt beginnt mit der sogenannten Seligpreisung. Das werden Sie hören am 1. November, am Tag aller Heiligen in der Kirche. Und das sind Worte, die unser ganzes Leben verändern, wenn wir sie begreifen. Ein Wort lautet da, richtig leben die Menschen, selig nenne ich die Menschen, die gewaltlos bleiben. Oft wird das übersetzt, die demütig sind, aber das ist nicht gemeint. Nicht die kopfhängerischen, die dauernd devot herumschleichenden, sondern die auf Gewalt verzichten. Und dann geht es weiter in einer Art, die ich jahrelang nicht verstanden habe. Die werden das Land besitzen, die Gewaltlosen. Heute bin ich mir sicher, was Jesus meinte, wenn wir die Juden auf der Erde, die Gott uns geschenkt hat, leben wollen, können wir nicht unser Recht vor Gott behaupten im Töten von Menschen, die wir Heiden nennen. Damit verleugnen wir Gott. Damit verlieren wir wie Kain den Boden unter unseren Füßen. Wir lügen uns am Ende eine Treue zu Gott vor, die keine Geltung hat. So geht es weiter in der Bergpredigt. Wenn jemand kommt und bittet dich um eine Meile Wegsbegleitung, geh mit ihm zwei. Was Jesus damit andeutet, ist das ganz Normale. Menschen telefonieren, schreiben Briefe, klopfen an die Tür, brauchen dringlich ihre Hilfe. Aber was sie dann sagen, wird wahrscheinlich weniger als die Hälfte dessen sein, was sie wirklich benötigen. Sie würden sich schämen, den ganzen Umfang ihrer Not ihnen mitzuteilen. Sie würden fürchten, es fällt ihnen zu viel, sie werden dann nicht die Hand mehr dran legen, weil es zu schwergewichtig werden könnte. Also beginnt man mit einer kleinen Bitte, die bei ihrer Erhörung ständig weiter wächst. Jesus setzt das in seinem Wort voraus. Wer dich um eine Meile Wegs bittet, mit dem geht zwei. Wahrscheinlich wird das Doppelte ungefähr das Richtige sein. Aber notfalls auch das Dreifache oder Vierfache. Ich brauchte nur mal 10 Euro, um einkaufen zu gehen am Wochenende. Wahrscheinlich wären 50 Euro gerade richtig. Wahrscheinlich ist die Telefonrechnung nicht bezahlbar, die Heizung nicht bezahlbar, die Miete nicht bezahlbar, die Nahrungsmittel nicht bezahlbar. Das ist der Punkt, an dem ich sagen möchte, wofür dieser Vortrag gedacht ist als Benefiz in Bech Kam. Weil die Situation, die hier herrscht, natürlich auch in Paderborn und an jedem Ort in Deutschland, sich genau so gestaltet. Die Menschen wissen nicht mehr weiter. Die Preise steigen. Nahrungsmittel mitunter um 50%. Alles wird teurer, die Inflation. Die Löhne kommen nicht mit und die Leute wissen nicht wohin. Deshalb hat die Volkshochschule in Paderborn genau das getan, worum ich eigentlich immer wieder bitte und bettele, einen Fonds einzurichten für die Menschen, denen keiner hilft. Sie haben private Schulden, aber die Folgen ihrer Schulden sind ungeheuer. Sie brauchen dringlich Hilfe, aber die wird nicht leisten, das Sozialamt nicht, die Arge, niemand. Auch die Kirchen werden sich sehr schwer tun. Mit Geld haben wir immer zu wenig. Aber wie jetzt, wir hätten einen Vortrag in Bech Kam, bei dem wir sammeln könnten für die Menschen, die nicht weiter wissen. Allzu viele werden das nicht sein, denen wir damit helfen. Aber ein paar doch wenigstens. Die fliegen nicht am nächsten Monat aus der Wohnung.
Das ist außerordentlich viel wert. Die kriegen nicht in der nächsten Woche den Strom abgeschaltet. Wenn sie das täten, müsste der Strom natürlich wieder angeschaltet werden. Dann muss nachbezahlt werden, was an Schulden aufgelaufen ist, so mindestens 175 Euro für die Neueinschaltung. Sie brauchen mal eben 500 Euro, um das zu begleichen. Das können die nicht. Und was ist die Folge? Kein Strom auf immer. Kann man damit leben? Und mit der Miete? 2 Monate Rückstand? 3 Monate? Macht in aller Regel bis zu 1000 Euro. Wie soll jemand, der sie nicht hat, das alles nachbezahlen? Was ist mit den Nahrungsmitteln? Deutsches Recht und deutsches Leben. Eine Frau hat zu wenig Geld und wird 3-mal, muss es gewesen sein, im Omnibus aufgegriffen ohne Fahrschein. Eine Wiederholungstäterin, eine Diebin von öffentlichen Leistungen. 4 Monate Gefängnis. Oder alternativ 1250 Euro, um sie freizukaufen. Das ist deutsches Strafrecht. Eingeführt übrigens 1933 von den Nazis. Geldbuße zur Vermeidung von Haftstrafen. Und wen soll das bessern? Ich habe als Kind manches gelesen in der Zeit des Kommunionunterrichts, als ich anfing in der Schillerschule lesen und schreiben zu lernen. Und in meine Hände kam ein Büchlein, dessen Autor mir entgangen ist, aber dessen Inhalt mir stets gegenwärtig. Es trug den Titel Die Rache des Mercedarias. Gemeint ist Raimund von Penjafort, der ist mir wieder begegnet in dem Buch Richtet nicht, 3 Bände, als ein spanischer Jurist und Theologe. In dem Büchlein aber ist etwas anderes. Man hat bei einem Überfall sein Landgut geplündert und geraubt. Also müsste er die hassen, die das getan haben. Mauren, Araber, Muslime. Und die treiben es auf dem Mittelmeer in ihrer Art. Sie fangen Christen und setzen einen Kaufpreis fest, um sich an ihnen zu bereichern. Man kann sie haben, wenn man Geld für sie hat. Das wurde und war die Rache des Mercedarias. Christen freikaufen von Menschen, die ihre Gründe haben werden, Geld zu benötigen. Und sie zu beruhigen, indem man nicht als Feind, sondern als Freund ihnen gegenübertritt. Das meinte Jesus, wer dich bittet um 1 Meile Wegs, mit dem geht 2. Nehmen wir es so, wie es in seinen Tagen hätte üblich sein können. Rabbi, du erzählst hier lauter schöne Dinge. Am Sabbat mögen wir das hören, da legst du Gottes Wort aus, da sind wir fromm. Da möchten wir natürlich, dass die Bibel wahr ist, aber dann kommt der Alltag und da herrschen andere Gesetze. Da haben wir die Römer und dann haben wir die Dolchmänner, die Sikarier, die Guerillakriege in den Bergen Galiläas, die tun was dagegen. Und was machst du? Du hast schöne Reden der Versöhnung, der liebet eure Feinde. Ja, glaubst du im Ernst, daraus könnte man Politik machen? Nehmen wir an, es kommt so ein Römer zu dir mit vorgehaltener Lanze und sagt, trag mir mein Gepäck und bring mich in die nächste Garnison. Dann kannst du, ein stolzer Jude, natürlich ihm sagen, wer bist du eigentlich? Bin ich dein Trageesel? Hab ich nötig, mich von dir kommandieren zu lassen? Dass du nicht einmal weißt, wo deine Garnison sich befindet, zeigt mir, dass du hier nicht hingehörst. Du bist in einem Land, in dem du dich nicht auskennst. Und dein Gepäck, bitteschön, das hast du hergeschafft, um uns zu bekämpfen. Trag es gefälligst selber. Mein Herr, dann bleibst du ein stolzer, wahrheitsliebender Jude. Gott hat dir das Land gegeben und nicht den Römern. Die ganze Tradition von Abraham bis in die Gegenwart ist dein. Und was wird die Folge sein? Die Kriege werden eskalieren. 13. Kapitel bei Markus wird Jesus sagen, von dem Tempel,
auf den er den Blick gerade richtet, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da hat er recht gehabt. Im Jahre 70, wird Titus, der spätere Kaiser in Rom, damals noch Oberfeldherr im Nahen Osten, Jerusalem einnehmen und die heilige Stadt in Flammen aufgehen lassen. Auch den Tempel. Es gibt kein Jerusalem mehr. Später dann noch im Bar Kochba-Aufstand ein zweites Mal wiederholt sich unter Hadrian. Seitdem ist die gesamte jüdische Bevölkerung in Palästina im Status der Diaspora, verstreut in alle Länder. Und dann war es die Frage des Zionismus, Herzl, wie kommen wir Juden wieder in unsere Heimat? Scheinbar erneut mit Krieg, bewaffnet, Militär. Martin Buber, ein Jude, konnte schreiben in einer kleinen Abhandlung, ein Zadik, ein wirklich gläubiger Mensch, kommt ins Land, ins heilige Land. Und er stellt sich ihm eine einzige Frage. Er kann ein Land, das Gott verheißen und gegeben hat, nur dann betreten und dort Heimat finden, wenn er sich verträgt mit allen, die da leben. Ein Jude kann ein heiliges Land nur betreten in Freundschaft mit den Arabern, die dort sind. Länger im Übrigen als Juden nach dem Jahre 70 und 115 noch in Israel gewesen sind. Sie genießen gewissermaßen Gastfreundrechte bei den Arabern. Der Jude Martin Buber machte sich damit alles andere als beliebt. Aber er war damit der Botschaft Jesu sehr, sehr nahe. Machen wir es mal anders. Da steht also der Römer. Es ist sehr heiß. Er schwitzt, seine Rüstung plagt und drückt ihn. Er hat Angst und ist unsicher, weil er hat nur Feinde um sich, das weiß er. Aber er bittet dich. Das heißt, er bittet nicht, er befiehlt, er droht mit der Lanze. Du musst es tun. Er will dich erpressen. Da kannst du als Märtyrer aus dem Felde gehen. Du kannst aber auch was ganz anderes tun. Du kannst sagen, das ist nicht eine Meile, ich weiß das anders. Wir müssen mindestens 3/4 Stunde laufen bis zu deiner Garnison. Aber das mache ich, ich begleite dich, ich zeige dir es. Das ganze Gepäck kann ich nicht tragen, aber einen Teil davon. Wie glaubst du, wird die Wirkung jetzt sein? An diesem Abend wird der Römer sich wirklich fragen, was er denn bei den Juden tut, die er beherrschen will. Leute, die den Himmel so offen sehen, so weiträumig, wie für die Wolken und die Schwalben, die kann man nicht einsperren, einschüchtern, besiegen wollen. Und du gibst Zeugnis von dem Gott, an den wir wirklich glauben. Er lässt seine Sonne aufgehen über die Guten wie über die Bösen, lässt es regnen über die Gerechten wie über die Ungerechten. Die ganzen Trennlinien, wir sind die Juden, das sind die Heiden, können wir im Namen Gottes hinter uns lassen. Gott hat uns erschaffen als Menschen, in verschiedenen Sprachen, aber mit gleichen Gefühlen, mit denselben Augen, demselben Herzen. Wie denn? Wir verstehen die Sprache unserer Hauskatze. Sollten wir denn nicht verstehen auch die Sprache eines hilflosen Römers? Es geht bei Jesus noch weiter. Sie verstehen, wie verteidigt man ein heiliges Land? Die Ukraine war niemals ein heiliges Land, sie ist seit 2004 überhaupt erst ein Staatsgebilde. Sie war mehr als 250 Jahre Teil des zaristischen Russlands. Länger als die USA überhaupt existieren, war die Ukraine ein Teil Russlands. Darf man das noch wissen? Eine gemeinsame Kultur pflegen? Gogol zum Beispiel. Ein Kosakenroman, den man als Nationalliteratur feiern könnte, Taras Bulba, ist geboren in Kiew und geht mit 24 Jahren nach St. Petersburg. Russisch darf man eigentlich nicht mehr lesen und nicht mehr lernen. In Litauen verboten, in der Ukraine höchst unerwünscht, im Donbass auszumerzen. Der Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch ist nicht ganz groß und das Problem ist älter, aber was für ein Wahnsinn doch.
Albert Camus konnte das sagen in den 50er Jahren. Es wird doch Khrushchev übrigens der Mann, dem wir unser Überleben verdanken, weil er 1962 die Raketen von Kuba abgezogen hat, während die amerikanischen Atombomber, die B-52 mit Angriffsziel Moskau, in der Luft waren. Es wird, sprach Camus, Khrushchev mich doch nicht vergessen machen, was Tolstoi und Dostojewski sind. Dostojewski kurz vor seinem Tode hielt eine Rede auf Puschkin, dem Dichter am Hof von St. Petersburg. Und die endet mit einem Wort, das ich gerne weitergebe. Der Russe ist ein Mensch, der alles versteht. Wie verstehen wir die Russen? Und wie viel Angst machen wir vor ihnen? Und wie begründet soll die Angst sein? Im Beispiel meinte Jesus, der Römer wird sich fragen am Ende dieses Tages, ob er nicht zum ersten Mal einem wirklichen Menschen begegnet ist. Und wenn das unser Gott ist, hast du ihn, unseren Gott, dem Heiden, näher gebracht, als alle Worte es vermocht hätten. Du wirst einen Freund gewonnen haben, einen Nachdenklichen, einen Gottessucher in völlig neuer Perspektive. Du hast den Frieden vorbereitet, in dem du nicht gekämpft hast. Du hast das Land bewahrt und darin dich selber, indem du nicht mit Gewalt den anderen zu vertreiben gesucht hast. Wie tief für Jesus diese Dinge selbstverständlich sind. In einer Zeit, wo wir heute von Kontaktschuld reden. Allen Ernstes, Sie haben ein Interview gegeben mit dem und dem. Das war ein Fehler, das hätten Sie nie tun dürfen. Kontaktschuld. Sie stehen nicht mehr gerade für das, was Sie sagen, sondern Sie haben dem anderen die Hand gegeben. In sein Mikrofon gesprochen. Geht überhaupt nicht. Jahre später kann das zum Vorwurf gemacht werden. Sie sind mega out in den Zeitungen, man muss sie hetzen. Sie können keinen Frieden mehr verbringen, denn das ist ja Putins Stellungnahme. Wie ernst Jesus das alles meinte, konnten Sie darin sehen, dass er die Kooperateure der römischen Besatzungsmacht als seine Freunde einlud. Niemand in Israel, vielleicht noch die Dirnen, die Besessenen, die scheinbar Ungläubigen, waren Leute, die mit den Römern paktierten, indem sie für sie, die Besatzer, das Geld einzogen, um die Militärmaschinerie zu pflegen und zu unterhalten. Die Zöllner waren die Berufsgruppe. Sie waren verhasst bei allen Juden im orthodoxen Sinne, weil sie unrein sind durch den Kontakt mit den heidnischen Römern, weil sie dienstbar sind den verbrecherischen Römern, weil sie paktieren, statt eine klare Front zu ziehen. Sie haben nötig, uns, den Juden, Geld abzunehmen und diese zu füttern und ihnen das Maul damit zu stopfen. Ungeheuer! Weil diese Zöllner so mega out sind, da kommt Jesus es fertig, sie einzuladen an einen Tisch und sagt, ihr wisst, was Menschen wirklich brauchen. Mitleid ohne Grenzen. Verstehen und Güte ohne Vorbehalt. Weil sie euch überall ablehnen, möchte ich euch den Himmel zeigen, in dem ihr Kinder bleibt, Söhne Gottes bleibt, gemeinsam seid. Und niemand hat das Recht, euch auszustoßen. In der Gnadenlosigkeit der Welt wisst ihr besser als alle anderen, dass wir Menschen überhaupt nur leben von Gnade. Und deshalb sitzen wir zusammen in einer Gemeinsamkeit, die dem Himmel Freude machen soll, indem wir untereinander als Menschen uns begegnen, ohne Vorbehalt. Das Markus-Evangelium ist ganze 2 Kapitel alt, als man darüber nachsinnt, wie man Jesus ermorden könnte. So gefährlich ist das, von Frieden zu reden, wirklich nicht erst als heute in der Zeitenwende. Die Botschaft Jesu ist die Zeitenwende und für jeden, der an sie glaubt, liegt das Versprechen vor der Tür, dass er sich bewegt auf einem Weg mit vielen Abenteuern. Aber das muss man riskieren,
darf man riskieren, in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. Hermann Hesse konnte das mal sagen. Er antwortete 1955 auf die Zuschrift eines Lesers zu seinem Roman Demian, psychologische Schwierigkeiten bei einem Heranwachsenden. Vertreten aber mit der Meinung, dass man suchen darf, unsicher sein kann, nicht auf homogene Linie gezwungen werden sollte. Und zur Antwort gibt er dem fragenden Schreiber das, was in Deutschland sich gerade abspielt, Wiederbewaffnung der Bundeswehr. Und er sieht es voraus. Wenn Sie jetzt kommen und sagen, dies ist ein Gewehr, leg es an. Da ist das Ziel. Visiere genau. Da ist der Abzug. Schieße. Ist das alles nur das Training der Vorbereitung? Aber jetzt kommen Sie wieder. Da ist der Feind. Schieße! Wenn du es tust, wird der vorgesetzte Offizier dich belobigen. Aus solchen Helden besteht seine Kompanie. Die Zeitung wird dich ehren. Du bist ein tüchtiger, guter Soldat. Der Feldgeist hier wird den Segen Gottes über dich sprechen. Alle werden sich stolz sein auf dich, deine Eltern sogar, für das Eiserne Kreuz vielleicht. Es ist aber auch möglich, du hörst die leise Stimme Gottes, die dir sagt, du sollst nicht töten. Und du nimmst das Gewehr und zerbrichst über deinem Knie. Dann wird der Kompaniechef dich nennen, ein Deserteur. Die Zeitungen werden dich verspotten. Der Militärpfarrer wird dir beibringen, dass du Gottes Botschaft nicht verstanden hast. Du hast Jesus falsch interpretiert. Wenn Jesus sagt, besiegt das Böse durch das Gute, liebet eure Feinde, hast du das missverstanden. Tötet deine Feinde, das hat er gemeint. Haben wir die Deutschen nicht 1918 im Namen des Erzengels Michael nochmal versucht, Paris zu stürmen? Die letzte große Offensive? Michael ist unser Patron. Wenn wir an irgendetwas glauben, dann wie wir den Satan mit Bomben zurück in das Inferno pressen und drücken können. Wie pervers sind die Gedanken, die man uns zumutet. Hermann Hesse meinte, du musst das alles durchstehen. Den Spott, die Verhöhnung, die Uminterpretation. Aber du hast dich selber gefunden und bist bei dir geblieben. Genau dagegen richtet sich alles, was wir mit Soldatsein verbinden. Was ich jetzt sage, möchte ich als Warnung denjenigen aussprechen, die als Jugendliche sich einreden lassen, wir haben mehr Verantwortung in der Außenpolitik, wenn wir uns kriegsfähig halten. Wenn Rheinmetall schon dabei ist, eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen und weiter liefert, wenn Herr Scholz dabei ist, 35 F-35 Tarnkappenbomber von den Lockheed-Werken zu bestellen. Wir müssen rüsten, aufrüsten, stark sein, töten können, nur dann respektiert man uns. Wenn Sie anfangen, das zu glauben, werden Sie es mit sich machen lassen, auf dem Kasernenhof. Erich Maria Remarque hat 12 Jahre gebraucht, um am Ende des sogenannten Ersten Weltkriegs, der noch so hieß, weil wir den Wahn des kommenden Jahrhunderts damals noch nicht ahnen konnten, den großen Krieg, sagen die Briten bis heute, um in dem Buch Im Westen nichts Neues zu schildern, was es bedeutet, Soldat zu sein. Aus uns sind wilde Tiere geworden, Mörder geworden. Wenn das möglich war, war alles umsonst, was wir von Platon bis Schopenhauer jemals als Kultur bezeichnet haben. Mit das meint er, wie kann man mit Flammenwerfern in den Schützengraben des Gegners gehen und bei lebendigem Leibe alle Menschen abfackeln? Wie kann man mit Giftgas ab 1915 flächenweise Menschen Chlorgas einatmen lassen, das sich in ihren Lungen zu Salzsäure synthetisiert? Wie kann man mit Flakfeuern quadratkilometerweise ganze Landstriche in einen einzigen Bombentrichter verwandeln?
Wie kann man Sprung, Auflauf, Laufen, nur noch denken, wen kann ich töten, wen muss ich töten, wie viele noch kann ich töten? Typhus, Panzerketten, Spitäler, mehr ist nicht möglich, sagt resigniert Erich Maria Remarque in Osnabrück. Er hat recht und irrt sich gleichzeitig. Ganze 6 Wochen, schreibt er, waren nötig, um uns beizubringen, wie wir vor jedem ehemaligen Postboten durch den Schlamm robben, auf Befehl. Nichts mehr ist uns heilig, nur noch die Abzeichen. Wir müssen gehorchen, haben wir gelernt, ganze 6 Wochen. Sie müssten sich das, was Remarque da beschreibt, gesteigert vorstellen, es geht viel mehr. Man hat die wenigen Flugzeuge, die Bomben abwerfen konnten im Ersten Weltkrieg, im Zweiten ab 1939 bündeln können. Wir Deutschen fingen mal wieder damit an. Die Bombardierung von Antwerpen, Amsterdam, Coventry. Und umgekehrt, 1000 Bomber zusammengezogen, auf die Großstädte. Nehmen Sie den 23. Juli des Jahres 1943 über Hamburg. Admiral Harris hat gerade die Operation Gomorra angekündigt, ein biblisches Gericht über die sündige Hansestadt. In einer einzigen Nacht werden in Hammerbrook 43.000 Menschen in der Flammenhölle umkommen. Mit Bedacht hat man das geprobt. Als erstes mit Sprengbomben, Schneisen in die Wohnhäuser schlagen. Mit Stabbrandbomben ein Feuersturm entfachen, der den Sauerstoff in sich selber aufsaugt und dadurch immer stärker macht. Die Menschen in den Bunkern werden ersticken, eben deshalb. Aber egal, je mehr Tote, round the clock Bombing, desto siegreicher, desto stolzer. Remarque, es ging noch viel, viel mehr. Denn nicht mal das war genug. 6. August, 9. August 1945 haben wir die erste Atombombe. Hiroshima, Nagasaki, 2x100.000 Tote in wenigen Sekunden. Man hat damals Aufnahmen gemacht in den Städten. Die Menschheit hielt den Atem an und alle dachten, der Krieg ist zu Ende. Er kann keine Fortsetzung mehr finden, wenn so etwas sein kann. Gandhi meinte, man hat Hitler mit Hitler besiegt. Das Grauen überboten mit dem noch grausigeren und dann gewagt, sich Sieger zu nennen, nachdem man alle Menschlichkeit verloren hat. Wie also nun? Man hat das alles fotografiert, nicht um es abzuschaffen, sondern beim nächsten Mal es zu verbessern. Wie war die Druckwirkung, die Strahlenwirkung, die Hitzeausstrahlung, in welchen Entfernungen? Und leider die Physik. Uranspaltbomben arbeiten mit einem Material, bei dem die Neutronenabstrahlung von selber eine Kettenreaktion in Gang setzt. Also kann man nur eine bestimmte kritische Masse davon lagern. Mit einem Wort, Atombomben haben ihre physikalische Grenze. Das ist nicht tragbar. Wenn wir, die Amerikaner, die Energie der Sonne nehmen und auf die Erde holen, wenn wir Wasserstoff zu Helium synthetisieren und den Massenverlust, der daraus entsteht, in der Energieabstrahlung in eine Bombe verwandeln und haben als Einzige eine unbegrenzte Kapazität zum Töten, sind wir die Herren der Welt. Alle müssen sich uns fügen. 1942 in Ilulissat, die erste Wasserstoffbombe. 2 Jahre später auf dem Bikini-Atoll, die zweite Wasserstoffbombe. Mit der Schuspe von Amerikanern nannte man das Bravo. Man triumphierte über sich selber. 40.000 Wirbeltiere hatte man mitgenommen, um zu probieren, wie das wirkt. In wie vielen Generationen werden Missgeburten zur Welt kommen?
durch den atomaren Fallout? Wann zerreißen die Trommelfelle? Wann verbrennt die Haut? Das alles musste man wissen an den Tieren, um es bei Menschen machen zu können. Die Atombombe, tausendfach verbessert in der Wasserstoffbombe. Und so immer weiter. Und dann wird eine Generation nach der anderen darauf vorbereitet, das zu akzeptieren, zu exekutieren, unter Gehorsam. Der Drill, den Remarque erlebt hat, muss man vergleichen mit dem, was bei unseren Freunden jenseits des Atlantik normal ist beim Militärtraining. Joshua Key war 2003 eingezogen zum Krieg im Irak. Man hatte ihm versprochen, dass er ein paar hundert Dollar mehr bekommt für seine Familie und er würde nichts Schlimmes machen, Brücken bauen, alles harmlose Dinge. Wenig später sieht er, dass man Abend für Abend die Türen aufbricht, die Männer verhaftet, irgendwohin deportiert. Und er schreibt in seinem Buch, ich bin ein Deserteur, wir bekämpfen keine Terroristen, wir sind selber Terroristen. Aber er schildert, wie man Soldat wird. Was ich jetzt sage, ist dokumentarisch. Bei einem ganz normalen Soldaten in der ganz normalen Ausbildung der GIs, in US Army. Wenn ich euch sage, ihr geht auf diesen Hügel und ihr bringt sie alle um, ihr Scheißer, dann werdet ihr das tun. Habt ihr das verstanden? Schreit, kill, 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 kill the sand niggers. Niggers ist ein Wort, das man gar nicht gebrauchen darf im Deutschen. Sand niggers sind Sandnäger. Alle Muslime sind Terroristen. Sandnäger sind auch rassisch minderwertig. Schlimmer noch als slawische Untermenschen sind Sandnäger und wir müssen sie töten. Joshua Key sagt, ich war stolz. Ich habe das mitgeschrien. Kill, kill, kill. Ich war plötzlich anerkannt. Ich war dabei, wurde akzeptiert. Ich machte etwas ganz sicher Richtiges. Denn das ist der Trick jeder militärischen Ausbildung. Der Soldat hat keine Verantwortung mehr für das, was er tut. Nur noch für die Art, wie er den ergangenen Befehl korrekt ausführt. So hat man es ihm beigebracht. Und so tut er jetzt. Soll er tun. Eigentlich hat er aufgehört, ein Mensch zu sein. Für Joshua Key war es das Ende seiner Dienstzeit, als in der Kaserne am Zaun immer mal wieder ein Mädchen kam mit seinem Geschwisterchen auf der Hüfte und bettelte um Nahrung. Die wurde ihm zugeworfen wie beim Taubenfüttern. Eigentlich verboten, aber man tut's. Da war ein ganz korrekter amerikanischer Soldat. Der hatte gelernt, dass die Sand-Niggers gemein sind. Die können das. Die schicken ein Mädchen vor mit einem Kind auf der Hüfte und wollen in Wahrheit eine Bombe platzieren in dem amerikanischen Camp. Also, er schreit das Mädchen an, es soll stehen bleiben, er legt das Gewehr an, das Mädchen geht aber weiter, es hat oft genug erlebt, dass ihm nichts geschieht. Key kann gerade noch sagen, nein, aber sein Kamerad zieht durch. Und das Mädchen und sein Geschwisterchen sind tot. Für Joshua Key Grund genug zu begreifen, was es heißt, Soldat zu werden. Man kann es nicht wollen. Man darf es nicht wollen. Man muss es verweigern im Prinzip. Und dann wird man erleben, dass man als Deserteur in ganz Deutschland keine Aufnahme findet für jemanden, der dem amerikanischen Militär davonzulaufen sich getraut. Darauf steht lebenslängliche Gefängnisstrafe, Desertion. Aber wie, wenn man sich als Mensch mitnimmt? Heimatlos, im Exil, aber nahe bei Gott und nahe bei allen Menschen. Mit dem Gehorsam ist das so eine Sache. 1947 haben die Amerikaner sehr genau gewusst, wie man die Deutschen mit ihrer Schuld konfrontieren könnte. Im Nürnberger Prozess saßen die Nazi-Granden und einer nach dem anderen,
bis hin zu Göring, erklärten, dass sie keinerlei Schuld auf sich geladen haben, sie haben nur Befehle ausgeführt. Befehl ist Befehl. Den Satz muss ich ein Stück kommentieren, weil er ungeheuer ist. 1995 im deutschen Fernsehen, um genau zu sein, auf RTL, war zu sehen, in der Zeit Anfang August, ein Interview mit Günter Jauch im Gespräch mit dem Bomberkommandanten über Hiroshima, über Nagasaki vom 9. August, Major Sweeney. Jauch fragte ihn eigentlich ruhig und harmlos. Er hat mit eigener Hand mehr Menschen getötet als jeder andere in der Weltgeschichte, mehr als Genghis Khan oder jeder andere. Und er war damals noch keine 25 Jahre. Wie lebt man damit in den restlichen 50 Jahren, die dahin gegangen sind? Die Antwort von Major Sweeney habe ich in den Ohren. Was soll das? Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Außerdem, der Scheißkrieg war dann ja wohl zu Ende. Rettung Sweeney, der Krieg wäre schon lange zu Ende gewesen, hätte man Japan nicht da hineingetrieben. Und nach dem Abfackeln der Bambushäuser in Tokio mit Napalm, Naphthalin, Palmitin, ein Zeug, das schlimmer ist, geliertes Benzin, mit einer Temperatur von über 1200 Grad gräbt es sich in den Körper der Betreffenden ein, ist kaum noch behandelbar medizinisch. Auf diese Weise Hunderttausende von Toten in Tokio. Der Krieg wäre längst zu Ende gewesen. Aber man wollte den Sowjets zeigen, wer Herr im Pazifik sein wird, im Sieg über Japan. Deshalb brauchte man mal zwei Bomben. Wenn es so geht, ist die Frage, was macht Gehorsam aus Menschen? Jeder Soldat der Welt würde dasselbe tun. Die amerikanischen Ankläger 47 in Nürnberg sahen das anders. Das, sprachen sie sinngemäß, ist doch eure Schuld. Ihr habt euch den Stahlhelm über den Kopf geschoben und aufgehört zu denken. Ihr habt euch die Uniform angezogen und aufgehört, Individuen zu sein. Ihr habt euch den Koppel um den Bauch geschnürt auf dem Stand, Gott ist mit uns. Und ihr habt jeden Aberglauben, jeden Götzendienst mitgemacht unter Befehl. Ihr habt euch als Menschen abgegeben, delegiert an die nächste befehlausgebende Instanz. Ihr habt aufgehört, überhaupt noch ein Gewissen zu haben. Dieser Diebstahl eurer Personalität ist das wirkliche Verbrechen. Dass ihr das mit euch habt machen lassen, ist die Urschuld in allem. Was ihr dann im Einzelnen getan habt, sind die Folgen davon. Wie recht hätten die Amerikaner, wenn sie es auf sich selbst je angewandt hätten? Dann müsste man den ganzen Drill auf den Kasernenhöfen in seiner Lächerlichkeit und Unmenschlichkeit vor aller Augen demonstrieren. Denn genau das passiert. Man schraubt die Seele aus den Körpern der Menschen, die nichts weiter sein sollen als entleerte Maschinen in der Fabrik des Todes. Angetreten in einer Reihe, die Augen geradeaus. Marsch, Rechtsschwenk. Das alles sind sinnlose Befehle. Aber sie haben den Sinn, die Gefühle, die Selbstreferenzialität der Wahrnehmung auf sich selber auszuschalten und dazwischen immer wieder das Geschrei des Drillschasens zu pressen. Auf den muss man hören. Und es ist inbegriffen dabei das Ende jeglicher Moral. Alles, was wir in der Moral des bürgerlichen Lebens unter strengstes Verbot sprechen, ist unter Befehl die Pflicht der Soldaten zu tun. Häuser bombardieren, Straßenzüge abfackeln, massenweise Menschen töten. Auf Befehl, das muss sein. Russland muss man bekämpfen, den Donbass bekämpfen, das ist seit 2014 im Gange. Über 15.000 Tote und der Dauerbeschuss der Ukraine steht in unseren Medien kaum drin. Aber so soll es jetzt weitergehen, mit immer schlimmeren Waffen. Die moralische Erklärung basiert auf einem Fehler. Und der hat zu tun mit dem Innersten der Bergpredigt.
Wir sind gewöhnt, eigentlich nur im Moralischen, auf eine Weise archaisch zu denken, die unsere Kultur aufs Schwerste schädigt. Wir sind geneigt, unsere Wahrnehmungen zu polarisieren, in typologischen Gegensätzen entlang einer Kette von Übergangsformen. Dann gibt es hell und dunkel zum Beispiel, oder heiß und kalt, oder weich und hart und süß und sauer und so weiter. Das alles ist zur Klassifizierung von Wahrnehmungen einigermaßen als Methode Übersicht zu gewinnen geeignet. Aber es ist keine wirkliche Erklärung dessen, was man wahrnimmt. Natürlich, es gibt heiß und kalt, aber damit ist nichts erklärt, sondern nur beschrieben. Die Beschreibung läge in der Thermodynamik des 19. Jahrhunderts oder inzwischen in der Molekularbewegung, der Atomphysik. Wir müssen erklären, wie es die Erscheinung von kalt und heiß gibt. Wir müssen die Kausalität in den Erscheinungen begreifen. Überall haben wir das gelernt, in der Physik, in der Chemie, in allen praktisch zu handhabenden Feldern der Realität. Einzig in der Moral sind wir nach wie vor wie fanatisch dabei, zu erklären Gut und Böse. Und schon machen wir aus dem, was Menschen vereinigen sollte, was unsere Menschlichkeit als Moral bewahren sollte, ein Kampfinstrument zum Recht haben. Denn natürlich ist der Russe böse. Gestern noch kriegte ich von einem Psychologen gar einen Brief, in dem stand, Putin ist wie Hitler und er muss bekämpft werden. Konnte ich noch schreiben, sollten Psychologen nicht eigentlich bestrebt sein, zu verstehen, warum es Böses gibt und es durcharbeiten, statt mit Propagandaphrasen alles zu eskalieren. Ja, aber Hitler. Wir müssten erklären, wie es dahin kommt. Natürlich gibt es Gutes und Böses, polarisierend, typisierend als Phänomen. Aber die entscheidende Aussage der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 39, leistet dem Bösen keinen Widerstand, bekämpft es nicht frontal, meint genau das, wir haben Angst vor der Symptomatik, die wir das Böse nennen. Und dann wollen wir sie bekämpfen. Dann setzen wir aber das Böse selber ein, um über das Böse siegreich zu werden. Mit der Folge, dass wir alles nur verschlimmern. Die Atombombe, die Wasserstoffbombe, die Wasserstoffbombe, die Neutronenbombe. Napalm, brauchen wir andere Sprengstoffe. So geht das nur. Ein Krieg wird schlimmer als der nächste. Wir steigern das Böse, statt es abzubauen. Und da hinein jetzt die Moral. Immer ist der andere der Bösewicht. Und wir die Guten. Es ist, wie wenn sie das Todesurteil verhängen. Der Gegner ist es ja in Schuld. Wir müssen Russen töten. 90.000, 100.000, 500.000. Wir müssen sie töten. Sie sind die Verbrecher. Selbst unsere Außenministerin bekommt das fertig. Die gehören alle vor Gericht. Da werden sie nicht hinkommen, weil wir sie auf dem Weg dahin erstmal alle töten. Und besser begraben, dann ist das Problem überhaupt gelöst. Dieser Zynismus darf nicht durchgehen. Das ist die Bergpredigt. Wir müssten hinter den Symptomen, die wir als böse beschreiben, verstehen, was den Menschen vor sich geht, dass sie so handeln. Im Bilde gesprochen, ein Arzt kann natürlich, wenn er durch die Straßen geht, bedauern, was er sieht. Der eine geht gekrümmt, humpelt mehr, als er läuft. Ein anderer sieht schon in den Augen so aus, als wenn er fieberkrank wäre. Ein anderer hat Hautausschlag. Ein Arzt sieht das alles. Aber wird er jetzt sagen, jetzt gehen Sie mal ordentlich. Nehmen Sie Haltung an. Die Augen geradeaus. Er wird sich Gedanken machen über die Ursachen des Erscheinungsbildes und dann Medikamente und Behandlungsmaßnahmen verschreiben. Genau das sollten wir im Sinne der Bergpredigt tun. Wir sollten das sogenannte Böse verstehen. Und dabei vor allem die Eigenbeteiligung, wie es zustande kommt, nicht projektiv einfach von uns wegschieben. Wie soll ich mich ausdrücken? Ist derjenige immer ein Angreifer, der angreift? Nehmen wir es, damit Ihnen das konkret für den Fall wird, der immer im Hintergrund zur Debatte steht,
23. Februar des letzten Jahres. Jeder Krieg ist ein Verbrechen und womöglich noch viel schlimmer, er ist ein Fehler. Tatsächlich bekommt Russland alles, was es hat verhindern wollen. Die Ukraine wird Teil der EU werden, wahrscheinlich Teil der NATO, ganz sicher militärisch genutzt werden. Die Strategie seit 1989 ist, Russland zu überdehnen und in Konflikte zu bringen, bei denen es sich selber aufreibt. Da sind wir heute bei. Aber wer ist der Gewinner? Bei jedem Verbrechen müssen Sie sich fragen, wem nützt es? Und dann sind Sie bei der Verursachung und bei den Tätern. Noch im Dezember vergangenen Jahres hat Putin gesagt, es wird und es braucht keinen Krieg zu geben, wenn das Donbass nicht weiter seit 2014 bombardiert wird und das Minsker Abkommen geschlossen zwischen den Franzosen und auch von Frau Merkel endlich eingehalten wird. Und wenn die Krim, die sich zu 90% bei der Wahl für Russland bekannt hat, weiter bei Russland bleibt. Und die Ukraine, ein freier Staat, nicht militärisch genutzt wird. Militärpolitische Neutralität. Das war in Europa möglich mit Österreich zum Beispiel. Warum nicht in der Ukraine? Oft genug hat Putin genau darum gebetet und gebeten. Immer wieder, 2007 noch in München bei der Sicherheitskonferenz, nochmal wenige Tage im Februar des vergangenen Jahres mit derselben Meldung. Jetzt kommt Frau Merkel und erklärt im Dezember in der Zeit, sie hätte in Minsk nur verhandelt mit Putin, damit die Ukraine eine Zeit gewinnt, um sie besser aufzurüsten. Wenn wir so verhandeln, können wir keinen Frieden erwarten. Aber wie dann? Man bringt uns bei, dass wir stark sein müssen zur Sicherheit. Nur eine starke Armee durch ihre Abschreckungswirkung kann uns schützen. Das höre ich, seitdem ich denken kann. Hier in Bechkam entsinne ich mich 1957. Von der Ortszeitung eingeladen, ein CDU-Politiker, der einer kleinen Schar von, sagen wir, 20 Leuten beizubringen suchte, warum Deutschland die amerikanischen Atomwaffen braucht und warum Franz Josef Strauß recht hat, deutsche Beteiligung dabei zu fordern. Genau das, was im Übrigen gerade gespielt wird. Aus Gründen der Sicherheit. Ich habe mir damals erlaubt, die Hand aufzuheben und zu sagen, ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen. Atomwaffen machen die Welt nicht sicherer, sondern unsicherer. Sie schaffen auch den Deutschen keine Sicherheit. Wir sind nur Teil der Welt, die als Ganze in Gefahr kommt. Wir haben eine dauernde Angst, die wir vergrößern durch Angstverbreitung gegen den Gegner. Aber so gibt es keine Sicherheit. Sicherheit werden wir nur haben, wenn wir das Verlangen nach Sicherheit bei unserem Gegner genauso berücksichtigen wie unser eigenes. Unsere Sicherheit ist die Sicherheit des Gegners, der kein Gegner mehr ist, wenn er sich bei uns sicher fühlt. Er ist dann unser Nachbar. Stattdessen reden Sie uns ein, wir müssen töten können. 100.000-fach in wenigen Sekunden, nur dann sind wir sicher. Soll denn das das Modell sein? In Amerika haben wir 340 Millionen Einwohner und über 400 Millionen Feuerwaffen. Können wir erst ruhig schlafen? Mit einem Colt unterm Kopfkissen, einer Highspeed-Gun im Kleiderschrank. Erst wenn wir töten können, sind wir sicher. In was für einer Paranoia leben wir denn? In welch einem Wahnsinnszustand des Politischen? Sicherheit ist, miteinander zu reden. Versöhne dich mit deinem Bruder. Könnten wir das nicht? Der bei Russland ist gefährlich. Wann denn? Soll ich im Schnelldurchlauf mal erzählen, wie das weiterging. 1989 hatten wir aus der Hand eines Russen, Gorbatschow, den Frieden. In der Hand. Fertig auf den Tisch gelegt. Entmilitarisierung vom Ural bis zum Atlantik. Auflösung des Warschauer Paktes, Auflösung der NATO. Endlich hätten wir gewaltige Mittel für die Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt.
Wir hätten es haben können. Es wurde ihm versprochen. Die NATO, wenn sie noch erhalten bleibt, rückt keinen Zentimeter nach Osten vor. Genscher hatte das Problem, ob die neuen Bundesländer bei der Wiedervereinigung militärisch genutzt werden sollten. Würden sie nicht. Kohl versprach in Moskau kein Vorrücken der NATO. Damals hatte sie noch 16 Mitglieder, heute über 32. Und sie ist nur noch vorgerückt. Und nicht allein das. 1991 debattiert man Wolfowitz, später Chef der Weltbank, zwischendrin Gouverneur im Irak, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, darüber, wie es möglich ist, das 21. amerikanische Jahrhundert einzuläuten. Man hat den Kalten Krieg gewonnen, so bildet man sich ein, also braucht man keinen Frieden, sondern die Durchsetzung der eigenen Macht. Und so geht es jetzt Schlag auf Schlag. 1991 der erste Irakkrieg, 1995 der Balkankrieg, 1999 deutsche Bomber zum ersten Mal über Belgrad, 2001 Besetzung Afghanistans, 20 Jahre Krieg, 2003 der nächste Irakkrieg, ein Krieg nach dem anderen, vom Zaun gebrochen von Amerika, kein einziges Mal sind die Russen dabei, 2011 Franzosen, Briten und Amerikaner überfallen Libyen, Gaddafi muss ermordet werden. Er hatte nämlich im Sinn, dass er vielleicht, gestützt auf die Erdölproduktion, eine eigene Währung unabhängig vom Dollar einführt, für ganz Afrika. Da muss er umgebracht werden. Aus dem, was sich dann ergeben hat, haben wir den Konflikt in Mali dann erlebt. Weiter ging es 2014 in Syrien. Ein Krieg nach dem anderen aus westlicher Vorbereitung. Wie glauben Sie, wird Russland sich fühlen, wenn es eingekreist wird? Von allen Seiten. Raketen, fast bei der Haustür. Nächsten Samstag dieser Woche werden wir mit 3200 Soldaten in der Ostsee ein großes Manöver starten, mit 14 Staaten gemeinsam, um zu zeigen, dass die Ostsee uns, den Europäern, der NATO gehört. Das sind keine 100 Kilometer weiter von St. Petersburg. St. Petersburg wurde gegründet von Peter dem Großen, damit die Russen über die Ostsee, die Nordsee in den Atlantik kommen könnten. Das war der Sinn. Nein, man muss ihnen zeigen, wer der Herr im Hause ist. Das soll aber alles gemacht werden. Was glauben Sie, wie wir uns fühlen würden oder die Amerikaner, wenn wir wie 1962 in der Kuba-Krise miterleben müssten, dass die Russen, was hier möglich ist, gemeinsam mit Venezuela, Bolivien, Kuba, Nicaragua, Raketen stationieren mit Ziel amerikanischer Großstädte. Es wäre derselbe Wahn möglich wie damals, als die Welt am Abgrund stand. Müssen wir nicht auf die Sicherheitsinteressen der sogenannten Gegner Rücksicht nehmen, bis dass sie aufhören, unsere Gegner zu sein? Dann hindert uns nur zweierlei noch, dass ich heilen ließe mit Hilfe der Beichtpredigt. Das eine ist die Gier nach Macht und das andere die Gier nach Geld. Die Machtgier scheint im amerikanischen Blut zu liegen. Es ist eigentlich der Aufmarsch gegen Russland nur der Anfang, um im Pazifik selber die Weltherrschaft zu erringen. Schon hat man Australien, Großbritannien zusammen in einem Militärbündnis, dabei Japan, Taiwan. Das alles zusammengehalten zur Einkreisung Chinas. Und wie die Ukraine wird man im Pazifik Taiwan als Probefeld zur Schwächung der Chinesen benutzen. Sicherheit ist das nicht, ganz im Gegenteil. Die Chinesen geloben, dass sie bis 2050 die größte Militärmacht der Welt sein würden. Ich wünsche das nicht. Die Chance der Chinesen wäre, das zu tun, was uns am meisten bedroht. Die Seidenstraße. China war keine Kolonialmacht, seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr. Sie ist nicht vorbelastet wie Gesamteuropa und der Westen. Afrikaner vertrauen Chinesen. Und warum auch nicht?
Und das soll gefährlich sein in Konkurrenz mit China. Wie wär's, wir seien einmal klar, wir müssten aufhören, Macht zu gewinnen und darin Größe zu sehen. Wer das will, kann aus dem Munde Jesu und der Bergpredigt nur hören, wer unter euch groß sein will, werde der Diener aller. Groß sind nicht die Leute, die ihr Schwert zum Schlachten benutzen, sondern ihre Geisteskraft zum Schlichten einsetzen, die anderen hilfreich sind, die die wirklichen Probleme dieser Welt zu lösen beginnen. Davor hat man Respekt. Das achtet man als menschlich. Alles andere verdient die Kategorie des Unmenschlichen. Ein Verrat an sich selber, ein Verrat an Gott, ein Verrat an dem eigenen Gewissen, eine Untertänigkeit, die uns entmenschlicht. Damit muss und darf ein für allemal Schluss sein. Und was die Geldgier angeht, wenn dies ein Benefiz sein soll für die Leute, die mit dem Geld, das sie nicht haben, nicht mehr weiter wissen, müssen wir nur im Vergleich setzen. 100 Milliarden mal eben, die wir für Waffen haben, Mordgeräte haben, immer bessere Aufrüstung haben. Herr Pistorius ist einer der beliebtesten Politiker der Deutschen mittlerweile. Die UNO bettelt immer wieder, Menschen zu versorgen, etwa 20 Millionen, die zu Fuß durch die Sahara wandern, weil sie nicht wissen, wohin. Sie bräuchten dringlich Unterstützung. 2 Milliarden an Dauerkonto zur Hilfe in Not. Nein, die haben wir nicht. Niemals. Aber mal 100 Milliarden, das 50-fache für Waffen, sofort, ohne parlamentarische Abstimmung. Dieser Wahn ist grausig, denn er vermehrt alle Konflikte und er löst kein einziges. Jetzt sind wir dabei, dass wir Fracking-Gas, umweltschädlich und teurer, als was in der Pipeline Nord Stream 2 angeliefert worden wäre von Seiten der Russen, kaufen müssen mit Sonderterminals in Wilhelmshaven. Machen wir aus lauter Freundlichkeit. Und wir müssen Russland ruinieren. Nur, dass wir gleich dabei sind zu merken, dass uns das selber an die Nähte geht. Es schädigt uns. Und die Frage ist, wie lange wollen wir es uns leisten? Wieder flüchten wir in Waffen. Und dann haben Sie ein einziges Problem. Wenn Sie Menschen anstellen, Sozialarbeiter, Krankenpfleger, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Ärzte, haben Sie lauter Personal, das kein Geld einbringt, aber ständig Geld kostet, wenn nicht bestimmte Versicherungen, Krankenkassen oder so hilfreich einspringen. Deswegen haben wir eine ständige Personalnot. Menschen sind zu teuer, unbezahlbar, vielleicht digital eines Morgens zu ersetzen. Aber bis dahin, mit Rüstung können Sie gewaltige Geschäfte machen. Sie verdienen bei der Vorbereitung, bei der Zerstörung, beim Wiederaufbau, beim neuen Rüstungstern. Sie verdienen endlos. Rheinmetall hat seine Einnahmen enorm gesteigert. Die Amerikaner haben über 300 Milliarden Dollar alleine jetzt schon in die Ukraine gepumpt. Ein Staat, von dem man im Übrigen meint, er sei total korrupt. Der berühmte Herr Zelensky hat nach den Panama Papers alle an Geld irgendwo im Ausland geparkt, in der Millionenhöhe. Egal, dürfen wir gar nicht drüber denken. Patriotisch, stark sein, unterstützen. Wenn wir nur mal die Menschen sehen in dem, was sie brauchen, wäre Frieden ganz nah. Und die Botschaft der Engel kein frommer Traum zu Weihnachten, sondern eine Verpflichtung unserer Politiker, den Kreislauf der Angst zu Macht und Geldgewinn ein für alle Mal einzustellen. Muss ich noch dabei sagen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem Frieden vermeiden muss, denn es lebt aus der Konkurrenz und dem Sieg über den Konkurrenten. Wir müssen immer mehr produzieren und konsumieren. Und das geht am besten, wenn wir die Löhne senken und die Rohstoffe verbilligt einfach einhandeln. Deshalb brauchen wir Kolonialismus, Sklaverei in den sogenannten Ländern der Dritten Welt. Sind wir die Weltmeister im Heucheln, wir wären Christen,
indem wir genau das Gegenteil tun. Wie dann? Es duldet keinen Aufschub. Als man Jesus verhaften wollte für diese seine Denkweise, die ich hoffe, einigermaßen überzeugend vorgetragen zu haben. Und Petrus wollte ein Schwert ziehen, um ihn zu verteidigen, hat er es abgelehnt, sich derart verteidigen zu lassen. Steck das Schwert dahin, wohin es gehört, hat er gesagt. In Nordafrika, Tertullian konnte daraus folgern. Mit diesen Worten hat Jesus jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Das wäre Christentum. Das wäre der größte Gehorsam Gott gegenüber. Das wäre die Bewahrheitung und Bewahrung unserer eigenen menschlichen Empfindungen. Das wäre die Identität unseres eigenen Gewissens in Befehlsverweigerung. Ich schließe mit den Worten eines Dichters, der 1947 in Basel auf den Tod lag, an den Folgen des Kriegs, in dem man ihn gepresst hatte. Wolfgang Borchardt hatte das Stück geschrieben, draußen vor der Tür, von jemandem, der heimkommt und keine Heimat mehr findet, so wie es denen allen geht. Dieser Tage noch erzählte mir jemand, dass sein Vater nie gesprochen hat über etwas Persönliches, erst auf dem Sterbebett. Dann unter Tränen erzählte er sein Geheimnis, Vormarsch in Russland. Man treibt die Frauen und Kinder aus den Häusern in die Kälte der Steppe hinaus, lässt sie irgendwo verrecken. Und dann hat man den Befehl, schießt hinter ihnen her. Mein Junge, das habe ich getan. Frauen und Kinder, die nur um ihr Leben liefen. Meine Kugeln waren schneller. Dein Vater ist ein Mörder. Wann endlich darf man sprechen über das, was Soldat sein bedeutet? Dann muss man reden wie Wolfgang Borchardt. Ein Vermächtnis, ein Testament. Das heißt wirklich so. Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Kochgeschirren und Wasserleitungen Kanonen, Rohre und Handgranaten ziehen. Mann in der Werkbank sagt nein. Forscher im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod erfinden für das alte Leben. Mann im Labor sagt nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg heiligen. Pfarrer auf der Kanzel sagt nein. Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wird es schlimmer immer weitergehen. Ich danke Ihnen für die Geduld und ich wollte im Namen Jesu und im Namen aller, die von Gott sprechen, Nein sagen zum Krieg und Ja zum Frieden und zur Menschlichkeit. Dankeschön. Die Dankbarkeit liegt ganz bei mir. Sie wissen, was man mit Leuten macht, die so reden wie ich. Sie machen es ganz anders. Ich wäre auch ohne Sie Pazifisten, aber mit Ihnen bin ich liebend gerne. Und alles, was Sie gehört haben, lässt sich nachlesen in diesem Büchlein. Nur durch Frieden bewahren wir uns selber. Darin sind Bilder von Heinrich Vogeler, der Mann lebte in Bremen, ging später nach Moskau, hat Bilder gemalt in Worpswede, unter anderem auch
gegen den Krieg. Und 1918, Anfang 1918, zu Weihnachten, hat er eine Art Märchen geschrieben, adressiert an den Kaiser, wo Gott kommt und findet, man redet von ihm, aber hört nicht auf ihn. Und er sinnt eine Konferenz, in der Gott wirklich zu Worte käme und würde dann sagen, seht die verwundet aus dem Krieg zurückkommen, seht die zu Witwen gewordenen, seht die Kinder, die zu Waisen wurden, weil sie ihren Vater nie kennengelernt haben. Seht, wie die Menschen zurückkehren, deren Gewissen man zerstört hat. Kalt hat man es gemacht, gefühllos, grausam. Und dann lernt ihr, ihr hier zusammen seid, all das zu verhindern, für die Zukunft zu vermeiden und zu besetzen durch das Gegenteil. Nur im Frieden bewahren wir uns selber. Nur im Frieden singen uns die Engel Gottes. Nur im Frieden ahnen wir, wenn wir das Vaterunser beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie es weitergeht, haben Sie gehört, wir machen eine Pause, da könnte ich Bücher signieren. Und danach, für diejenigen, die noch diskutieren wollen, stünde ich zur Verfügung, maximal 21:45 ungefähr. Damit Sie noch die Abendnachrichten pünktlich sehen können, um zu erfahren, wie anders doch die Wirklichkeit ist, als wir sie wünschen könnten. Ich danke Ihnen sehr. Kommen Sie gut nach Hause und ich bedanke mich vor allem für die Freude, die Sie mir machen, im Westkamen so mit Ihnen zu reden. Das bin ich diesem Ort hier schuldig. Und was immer Sie spenden, denjenigen, die genauso wie die Leute in Paderborn auch in Westkamen nicht weiter wissen. Ich muss mich nur umschauen, da wo ich zur Welt kam, Kölner Straße 5, müsste ich am besten Türkisch reden, um mich verständlich machen zu können. Oder ein bisschen Persisch würde es auch tun. Die Leute waren mal im Bergbau und wo sie heute sind, weiß eigentlich niemand. Was aus ihren Wohnungen wird, hat der Kausen damals eigentlich kaputtgeschrottet. So könnte ich dranbleiben, Verhältnisse in Westkam als Problem zu schildern, die darauf warten, dass wir hilfsbereit sind. Das wäre groß zu nennen. Kein Stalin, kein Alexander, kein Karl, kein Napoleon, all die Massenmörder nicht. Aber jemand, der ein weites Herz hat und eine offene Hand und klare Augen zu sehen, was ist, dem stehe Gott bei. Mögen Sie das selber sein. Danke.